Heute spreche ich mit dir darüber, was Positionierung mit Schubladen zu tun hat und wie du dieses Wissen für dein B2B-Marketing nutzen kannst. Mein Name ist Markus Selders und ich helfe dir dabei, deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher zu verkaufen. Dazu bekommst du hier auf diesem Kanal jede Woche frische B2B-Marketing-Impulse. Also, wenn dir dieses Video gefällt, dann abonniere meinen Kanal Selders TV und lass mir gerne auch ein Like da. Worum geht es bei der Positionierung? Nun, der Name sagt es schon, es hat etwas damit zu tun, eine Position zu beziehen, für etwas zu stehen. Das Ganze ist aber wertlos, wenn deine Kunden das nicht wissen. Das heißt, du musst im Kopf deiner Kunden für etwas stehen. Und dazu musst du eine Verknüpfung herstellen zwischen deinem Namen, zwischen dem Namen deines Unternehmens oder der Marke, die dein Unternehmen nutzt. Zusammen mit den Eigenschaften, mit deiner Positionierung, das, wofür du stehst. Diese beiden Dinge musst du im Kopf deiner Zielgruppe verknüpfen. Was passiert jetzt dabei im Gehirn? Nun, ganz grob gesagt, wir stellen Assoziationen her. Wenn wir bestimmte Dinge immer wieder miteinander in Verbindung bringen, dann bauen sich zwischen diese beiden Dingen, zwischen den beiden Stellen im Gehirn, wo das gespeichert ist, eben eine Art Autobahn von Nervenzellen auf, damit eben die Signale schneller fließen müssen. Und wenn das eine aktiviert wird, dann wird automatisch auch das andere aktiviert. Und unser Gehirn und unser Verstand ordnet die Welt und darum, wir können es gar nicht vermeiden. Wir denken in Schubladen oder in bestimmten Kategorien und in der Positionierung geht es darum, eine solche Schublade für dich zu besetzen. Fangen wir mit ein paar Beispiele für solche Assoziationen an. Ich nehme jetzt mal Beispiele aus dem B2C-Marketing, weil eben die meisten B2B-Unternehmen doch nicht jeder kennt. Und wenn du gerade nicht aus dieser Branche kommst, dann helfen dir diese Beispiele nicht weiter. Wenn ich sage Sportwagen, dann werden ganz, ganz viele an Porsche denken. Wenn ich sage Babynahrung, dann werden viele Menschen, selbst wenn sie gar keine Kinder haben, an Hip denken. Und wenn ich sage Elektroauto, dann werden wohl die meisten an Tesla denken. Hier haben sich über viele Jahre solche Assoziationen gebildet, solche Autobahnen zwischen den Nervenzellen. Und gerade bei Tesla ist es noch ein relativ junges Phänomen. Das Unternehmen gibt es ja noch gar nicht so lange wie die beiden anderen. Aber es hat eine sehr starke Verbindung, weil es nämlich eine 1:1 Beziehung hat. Tesla ist ein Unternehmen, das ist extra gegründet worden, um Elektroautos zu bauen. Vielleicht waren sie gar nicht die Ersten, die Elektroautos gebaut haben. Wahrscheinlich waren sie nicht die Ersten. Aber möglicherweise waren sie die Ersten, die nur Elektroautos gebaut haben. Und selbst wenn sie das nicht waren, dann waren sie die Ersten, die nur Elektroautos gebaut haben und es zu Bekanntheit geschafft haben. Und darum gibt es eine klare 1:1 Beziehung zwischen der Kategorie Elektroautos und Tesla. Selbst wenn jetzt andere Hersteller wie Mercedes in diesen Elektroautomarkt einsteigen würden, mit Mercedes sind ja schon viele andere Assoziationen verbunden. Und darum werden sie nicht, oder werden sie, wenn dann sehr, sehr, sehr viel investieren müssen, um eine solche Verbindung herzustellen, wie Tesla die im Moment hat. Das Ganze funktioniert aber nicht nur in solchen Produktkategorien, sondern auch in Bedürfniskategorien. Denk mal darüber nach, du willst billig einkaufen für deinen täglichen Bedarf. Dann werden viele an Aldi oder Lidl denken, je nachdem, welche der beiden Discounter man bevorzugt. Und jetzt denk daran, du hast Gäste eingeladen, besondere Gäste. Du möchtest einen besonderen Grillabend veranstalten mit besonders gutem Steak. Wer kommt dir da in den Sinn? Der Metzger deines Vertrauens, der beste Metzger des Orts? Vielleicht der Edelfleischversender Otto Gourmet, der sich hier auch eine sehr starke Positionierung gerade im Bereich Steaks aufgebaut hat. Auch das war der erste Versender in Deutschland, der solch hochwertiges Fleisch online verkauft hat.
Was heißt das Ganze jetzt für dich? Nun, wenn du dich mit deinem Unternehmen, mit deiner Marke positionieren willst, dann musst du eine solche Schublade im Kopf deiner Zielgruppe finden und besetzen. Bezogen auf das B2B-Marketing könnten das vielleicht Schubladen sein wie die Buchhaltung vereinfachen für eine Buchhaltungssoftware oder die schnellste Maschine auf dem Markt zu sein in deiner Branche, wenn es um eine Spezialmaschine geht. Hier musst du für deine Branche selbst herausfinden, welche Schubladen die relevanten Schubladen sind und vor allen Dingen musst du auch schauen, welche dieser Schubladen sind überhaupt noch frei. Denn wenn du mit deiner Marke in eine Schublade hinein willst, die schon überquillt vor Wettbewerbern, dann wirst du damit auch keine Positionierung schaffen, denn du wirst ja keine 1:1 Beziehung zwischen deinem Namen, deiner Marke und dieser Schublade herstellen können. Also achte darauf, möglichst eine leere Schublade zu finden, die du mit deinem Unternehmen, mit deiner Positionierung besetzen kannst. Wenn du keine leere Schublade findest, dann achte wenigstens darauf, dass diese Schublade noch nicht überfüllt ist und achte darauf, dass sich vielleicht in dieser Schublade einige Wettbewerber tummeln, bei denen du es trotzdem schaffen kannst, diese Schublade für dich zu reklamieren und diese Schublade hinterher als der erste, größte, wichtigste zu besitzen. Um das Ganze noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, schauen wir uns das mal am Beispiel von deinen Autoschlüsseln an. Stell dir vor, du kommst abends nach Hause und du hast ein Ritual. Jeden Abend legst du deine Autoschlüssel in eine ganz bestimmte Schublade. Jeden Morgen weißt du, deine Autoschlüssel sind in dieser Schublade und wenn es diese Schublade nicht total überfüllt ist, sondern leer ist, dann kannst du morgens auf Autopilot in diese Schublade greifen, zu deinem Auto gehen und in deine Firma fahren. Wenn diese Schublade jetzt voll ist mit anderem Kram, dann ist es schon nicht mehr so einfach, weil vielleicht rutscht dein Schlüssel unter was anderes drunter. Dann musst du suchen. Oder du stehst vor dieser Schublade und denkst dir, was wollte ich denn jetzt hier eigentlich nochmal, weil du aus vielen verschiedenen Gründen zu dieser Schublade gehst. Das Zeug in deiner Schublade, das sind am Ende deine Wettbewerber. Je weniger Wettbewerber in deiner Schublade sind, desto einfacher ist es, diese Beziehung herzustellen. Aber vielleicht bist du auch eher so ein kreativ-chaotischer Typ. Regeln sind nichts für dich. Du legst deinen Schlüssel nicht jeden Abend in die gleiche Schublade. Du schmeißt ihn mal auf den Küchentisch, mal ins Regal, mal irgendwo anders hin. Völlig egal. Ich verspreche dir, du wirst jeden Morgen deinen Schlüssel suchen. Ich weiß, wovon ich rede, nicht beim Autoschlüssel, aber bei vielen anderen Dingen, die ich schon mal irgendwie so im Raum verteile, diese Dinge dann wieder zu finden, ist manchmal eine ziemlich zeitaufwendige Geschichte. Es ist also klug, sich für die wichtigen Dinge einen festen Ort zu suchen, damit das Gehirn das auf Autopilot wiederfinden kann. Und genau dieses auf Autopilot wiederfinden ist auch das, was du in deinem Marketing, bei deiner Positionierung haben willst. Du willst, dass wenn Menschen an eine bestimmte Produktkategorie oder an ein bestimmtes Bedürfnis denken, dass ihnen deine Marke, dein Unternehmen als erstes in den Sinn kommt. Es gibt da aber die große Gefahr, dass dir diese Positionierung, dich auf einen Aspekt, auf einen Nutzen festzulegen, dass dir das zu langweilig erscheint. Und das kenne ich tatsächlich von vielen Unternehmen. Die sagen mir, hey, wir haben so viele Vorteile, wir haben so viele Stärken, wir müssen die alle nach außen stellen. Wenn nicht jeder spricht ja auf diese eine Stärke an, nicht jeder will vielleicht ein Produkt aus einer bestimmten Produktkategorie von uns kaufen, weil wir bieten ja ganz viele Produkte an. Es wird unheimlich schwierig, wenn du immer wieder etwas anderes kommunizierst, diese Verbindung herzustellen. Denn das wirst du aus den Beispielen oben, wenn du sie nachvollziehen kannst, ganz klar für dich erkennen. Diese Dinge funktionieren nur, weil wir sie x-mal wiederholt haben. Und das sind nicht 2, 3, 4 oder 5 Mal, das sind teilweise viele 100 Male,
die es braucht, bis sich so ein Automatismus in unserem Gehirn festsetzt. Und wenn du jetzt in deinem Marketing jedes Mal neue Botschaften sendest, jedes Mal eine ein bisschen andere Botschaft sendest oder mit einem anderen Produkt oder einer anderen Stärke wirbst, dann wird es dir nicht gelingen, diese Autobahn zwischen diesen Nervenzellen herzustellen, diese Verknüpfung, dass eben genau dein Name ins Gedächtnis kommt oder aus dem Gedächtnis kommt, ins Bewusstsein kommt, wenn es um ein bestimmtes Bedürfnis oder eine bestimmte Produktkategorie geht. Darum, wenn du deine Positionierung festgelegt hast, dann bleib dabei, konsistent. Achte darauf, dass du nicht, vielleicht weil du denkst, ach, wir haben diese Anzeige jetzt schon 10-mal in der Zeitschrift gehabt, wir haben jetzt schon seit einem halben Jahr das Gleiche vorne auf der Website stehen, wir müssen da jetzt mal was anderes machen. Achte darauf, dass du genau das nicht tust. Denn erstens schauen deine Kunden oder potenziellen Kunden nicht jeden Tag auf deine Website, wie du das vielleicht tust. Das heißt, es wird ihnen gar nicht so schnell langweilig. Und zweitens brauchen sie den Wiedererkennungswert. Was du allerdings sehr wohl tun kannst, ist, wenn du eine klare Positionierung hast, wenn du weißt, in welche Schublade du willst, du kannst unterschiedliche Geschichten erzählen, die sich immer wieder um das gleiche Thema, um den gleichen Aspekt drehen, den du nach vorne stellen willst. Wenn du zum Beispiel, wir hatten eben das Beispiel, die einfachste Online-Buchführung hast, dann kannst du verschiedene Geschichten erzählen, Nutzergeschichten, warum das einfach ist. Aber es muss eben alles auf diese Positionierung einzahlen, die du einmal festgelegt hast. Wie handhabst du das in deinem Marketing? Wie lange bleibst du bei einer Werbebotschaft? Wie klar ist deine Positionierung formuliert? Schreib es mir unten in die Kommentare und natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir gerne ein Like dafür. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuschaust. Darum abonniere Zeldas.tv, falls du es bisher noch nicht getan hast. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg in deinem Marketing.